So, hallo, willkommen zurück bei Let's Play Drakensang. So. Jo, ich mache jetzt weiter. Und wir müssen Balador Orkenschmied finden. Wie soll ich ohne meinen Handschmeichler arbeiten? Ach ja, der Schneider, der sucht seinen Glücksbringer. Diese Quest könnte ich vielleicht nachher noch machen. Ist ganz kurz. Wirklich. Weil ich brauche Steigerungspunkte. Ich brauche Geld. Ich brauche alles. Da ist sie. Ihr werdet nicht glauben, was gerade passiert. Ja, ja, Trano ist gefangen genommen worden. Wie kann ich euch helfen? Verzeiht, wenn ich stören sollte. Mein Name ist Yaren Wasserläufer. Ich komme gerade vom Eberstamm anwesen. Es geht um den Tod meines alten Freundes Ado vom Eberstamm. Der wachhabende Hassler sagte mir, dass ihr mir weiterhelfen könntet. Seid gegrüßt, auch wenn dies ein trauriger Anlass ist. Ado vom Eberstamm war ein geachteter Bürger Ferdox und sein Tod geht vielen hier nahe. Dies sind wahrhaft düstere Tage für diese Stadt und ihre Bewohner. Seid jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Mörder zu fassen. Leider kann ich euch zu dieser Stunde noch keine Einzelheiten zu dieser jüngsten Untat nennen. Graf Groven hat in dieser Sache um äußerste Diskretion gebeten, um die Aufklärung der Verbrechen nicht zu gefährden. Entschuldigt, ich muss mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Auf bald, Yaren Wasserläufer. Einen Moment noch. Einer meiner besten Freunde wurde ermordet. Gibt es denn nichts, was ich tun könnte, um zu helfen? Wenn ihr einverstanden seid, würde ich mich gern ein wenig umhören, um selbst etwas über die Morde herauszufinden. Tatsächlich wurde von Graf Grovin jüngst eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Mörders ausgerufen. Ich halte dies jedoch für keine gute Idee. Auch wenn wir durch die Vorfälle in Avestreu und den Wegfall der gräflichen Lanzenreiterinnen kaum genug Leute haben, ist es immer noch Aufgabe der Stadtwache, solche Ermittlungen zu tätigen. Ich beschwöre euch, lasst mich in eurem Auftrag handeln. Ich schwöre der Ado mein Leben. Bei meiner Ehre werde ich nicht eher Halt machen, bis ich seinen Mörder gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt habe. Also gut, wenn es euch so ernst ist, werde ich euch die offizielle Erlaubnis erteilen, in meinem Namen Ermittlungen zu dieser Sache anzustellen. Ich will euch in einige Dinge einweihen, ich erwarte aber im Gegenzug absolute Verschwiegenheit von euch. Beim Andenken an Ado von Eberstamm, ihr habt mein Ehrenwort. Gut, dann soll es so sein. Ab sofort handelt ihr in offiziellem Auftrag der Ferdocker Stadtgarde. Bisher gab es 3 Mordopfer, die alle auf dieselbe Weise ums Leben gebracht wurden. Das erste Opfer, der alte Bettler Elko, wurde in Fuhrmannsheim gefunden. Sandor Kunga, ein bekannter Immanns-Spieler, der die meisten nur Drache nannten, lag im Hinterhof der Taverne Flinkes Frettchen. Euer Freund wurde an einem Anlageplatz im Hafenviertel aufgefunden. Einzelheiten könnt ihr vor Ort von der zuständigen Wache erfahren. Ihr erwähnt aber, dass ihr in persönlichem Auftrag von mir handelt, damit ihr auch Auskunft bekommt. Wir haben bereits eine gewisse Klatis Schlatromir sowie den Leibwächter Ados, einen Zwerg namens Vorgrim, verhört. Beide scheinen jedoch über jeden Zweifel erhaben zu sein. Weder diese Kladis noch sein Leibwächter sind mir bekannt. Wisst ihr vielleicht, wo die beiden zu finden sind? Ich würde gerne mit ihnen sprechen. Vorhin findet ihr sicherlich unter einem der Tische im Silberkrug einer Taverne am Praiusplatz. Seit dem Tod eures Freundes sieht man ihn fast nur noch betrunken. Zu Kladis kann ich euch nur sagen, dass sie des Öfteren im Fuhrmannsheim gesehen wurde. Wo genau, kann ich euch jedoch nicht sagen. Sie ist mir etwas suspekt, auch wenn sie nichts mit den Morden zu tun hat. Ihr solltet Vorsicht walten lassen. Mit dem Mangel an Stadtwachen haben die Verbrechen in Fuhrmannsheim zugenommen. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Auf bald, Wachhauptfrau Dorkenschmied. Ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Auf bald, Yaren Wasserläufer. Und viel Erfolg. Rübinger, ihr seid ja immer noch da. Ich sagte doch, ihr sollt die Angelegenheit am Hafen klären. Jawohl, Wachhauptfrau Dorkenschmied. Okay.
Da können wir noch nicht nach hinten. Halt! Was ist los? Weshalb versperrt ihr den Weg? Aufgrund der kürzlichen Ermordung eines Adligen ist der Zugang zur Grafenstadt für gewöhnliche Bürger und Reisende zu verwehren. Bitte kehrt um. Nach. Da hinten hat's, glaube ich, einen Händler. Ja, genau. Was wollt ihr von mir? Belästigt ihr öfter fremde Stadt? Ach, mit dem können wir jetzt noch nicht handeln. Okay, wir müssen in den Silberkrug. Okay, zuerst mal um Ado kümmern. Also zuerst holen wir Fokrim und Kladis. Das sind nachher unsere Begleiter. Oh weh, was mache ich nur? Da stehen Kann und warten. Kann mir denn niemand helfen? Wie soll ich ohne meinen Handschmeichler arbeiten? Der Silberkrug ist da. Und ja. Taverne Silberkrug. Ich hoffe, der Zwerg, den wir suchen, ist nicht dieser bartlose Trunkenbold dort drüben beim Wirt. Doch, das ist er. Ja. Ich werde mir vor ihm reden. Im nächsten Teil. Tschüss, bis nachher.